ich nach Deutschland fliege. Ich dachte, das ist ein bisschen interessanter als mein Büroalltag hier. Also, komm mit. Meine Ohren sind noch ganz, ja, so zu vom Ausgleich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich höre mich gerade selber gar nicht. Und ich werde jetzt abgeholt und ja, yay, willkommen in der Heimat. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade in Stuttgart angekommen. Ich treffe mich hier mit einer alten Schulfreundin. Mit alte Schulfreundin meine ich wirklich nicht alt, dass sie alt ist, sondern dass wir, als wir auf der weiterführenden Schule waren, im Gymnasium damals, waren wir gemeinsam in einer Klasse. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt selber auswendig nicht mehr, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Es hat sich aber so ein bisschen ergeben, dass wir inzwischen beruflich so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Und sie leiht mir ein bisschen was von ihrem Equipment aus, während jetzt ich in Stuttgart bin. Und zwar singt sie selber auch ziemlich viel. Das ist nicht so die gleiche berufliche Richtung, weil ihr wisst, ich kann nichts schlechter als singen. Und Mathematik wahrscheinlich noch. Aber da ist sie auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich brauche aber was für Tonaufnahmen. Und deswegen leiht sie mir ihr Mikrofon. Und ja, das ist super nett von ihr. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch ein ganz kleines bisschen mit. Aber mein Akku blinkt schon. Deswegen mache ich jetzt mal lieber die Kamera aus. So, ich bin jetzt hier mit der lieben Kim. Hello. Hallo, wir kennen uns hier. Oh, da ist wieder der Kollege, muss man noch gut abfahren. Meg, Kenne, hey, soll ich Foto machen? Ja. Nee, von dir Foto? Nein, nicht von mir. Prost. Soll ich von dir machen? Nee, mal, ich bin ruhig, ich war Solarium, ich bin rot wie eine Tomate. Komm, so. Jetzt mussten wir erstmal kurz einen angeheiterten Menschen abwimmeln. Der war Solarium. Der war Solarium. Der hatte, glaube ich, auch eine Wodkaflasche dabei, ne? Der hatte Spaß. So, ich wollte euch eigentlich nur Kim vorstellen. Hi, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Stuttgart. In Stuttgart, gell? Ich habe eben schon gesagt, hier ist es mindestens genauso gefährlich wie in London. Also es sind genauso viele... Es sind 5 Schüsse gefallen auch vorher. Wirklich? Ja. Aber das war, glaube ich, eine Hochzeit oder so. Ja, oh ja. Und dann war noch ein illegales Autorennen gegenüber gefühlt und ja. Gefährliches Pflaster hier in Stuttgart auf jeden Fall. Es steppt der Bär. Kim hat mir jetzt gerade Equipment geliehen, damit ich gut ausgerüstet bin hier. Für geheime Projekte, die ich nicht verraten darf, aber schon verraten habe eigentlich. Also nicht euch, aber Kim, weil sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht geliehen. Und ja. Du hast ja einen ganz, ich finde einen der witzigsten Snapchat-Kanäle. Ja. Channel. Snapchat. Snapchat ist ein Ventil für mein Gehirn manchmal. Weil ist so witzig bei dir. Ja, also ich bei mir im Gehirn ist es manchmal sehr witzig. Ja. Ja. Vor allem Montag ist immer mein Lied. Ah, heute ist ja Montag, wenn das online geht. Ja, montags das heißt, gibt es den Motivationstag. Ja. Das ist super geil. Ja. Dann müsst ihr mal reinschalten. Mein Name ist Flamingo Kim. Ja, ich werde es auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Oh, ich wollte schon immer mal in der Infobox. Ich werde es in der Infobox verlinken. Hoffentlich vergesse ich es. Ich werde es beim Schneiden mir jetzt eine Infobox. Jetzt bin ich in der Infobox, bitte verlinken jetzt und schaut da vorbei. Und ich wollte schon sagen, lass dein Abo da oder follow uns, wie auch immer. Ja. Und auch sonst Instagram natürlich. Ja. Shoutout for Shoutout. Und ja, ich werde jetzt nach Hause fahren zum Gemüse-Maultaschen essen. Und wir sind gerade am Marienplatz. Ich werde noch einmal kurz schwenken, weil das ist hier Stuttgarter Hipster-Kultur. Wir saßen hier auch gerade ganz cool und haben Kaffee getrunken. Condesa. Werde ich euch jetzt noch kurz einblenden, kurz zeigen. Und morgen werde ich wahrscheinlich nochmal mich von hier in die Stuttgarter Zentrale schalten. Und jetzt schwenke ich über den Marienplatz. Einen Moment. Ich glaube, das war es dann auch für heute und wir sehen uns morgen wieder.
gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh. So. Da wäre fast was passiert. Sagst du auch gute Nacht? Was? Okay, jetzt alle gemeinsam gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, weg war sie. Oh. Gute Nacht. Zurück in Stuttgart an einem neuen Tag. Heute ist Sonntag und ich treffe mich jetzt mit einer guten alten Freundin von mir, der lieben Jana. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob man sie schon mal jemals in einem Vlog gesehen hat. Ich glaube tatsächlich nicht. Und ich bin wieder am Marienplatz in Stuttgart und wir gehen eigentlich auch wieder ins Condesa. Ja, und ich freue mich sehr. Ich bin schon mal sehr gespannt. Und ich muss mal schauen, wie spät ich dran bin. Nein, ich bin noch gut in der Zeit. Bis gleich. Ja, und ansonsten habe ich mich heute ein bisschen dicker eingepackt, weil gestern bin ich irgendwann doch ein bisschen durchgefroren gewesen. Und danach treffe ich mich mit der lieben Isabella. Das wird auch ganz cool, weil ich habe unheimlich viel Equipment im Auto. Mal schauen, was wir da anstellen für unser geheimes Projekt. Sorry, ich habe ein Kaugummi drin, falls ihr euch wundert. Ja, und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal los, damit ich nicht zu spät bin. Da bin ich auch schon wieder. Es war super schön. Ich habe jetzt nicht gefilmt, weil ja, kleines Baby auch dabei. Wobei, so klein ist das Baby auch gar nicht mehr. Ist eigentlich jetzt eine kleine Dame schon fast. Ja, es war wirklich super schön. Und ich fahre jetzt aber schon weiter zum nächsten Treffen. Und zwar treffe ich mich jetzt mit der Isabella. Und natürlich nehme ich euch dahin jetzt auch mit. Und da werde ich natürlich jetzt auch mal was filmen. Und ja, ansonsten, ich denke aber, dass ich Jana auch diesen Monat noch öfter sehen werde, wenn ich hier bin. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich diesen Monat öfter in Stuttgart bin, aber es ist so. Dann wird sie um ihr Kameradebüt nicht drum herum kommen. Ja, und jetzt geht es erstmal wieder weiter, nämlich mit meinem Smart. Ja, auch die, ja, reunited mit meinem Lieblingsgefährt. Auch sehr schön. Ich bin jetzt bei der Isabella angekommen. Ich habe es, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich glaube, ich habe es schon erzählt. Darf ich dich zeigen? Ja. Ja. Man muss man ja vorher mal fragen, man ne? Man muss fragen, direkt am Bild und so. So, hier, da ist sie. Hallo, hallo. Und man sieht auch schon unser sehr professionelles Projekt aufgebaut. Und es gibt Tee und es gibt so viele schöne Pflanzen. Schaut mal. Eine UFO-Pflanze. Und da sind so kleine Ableger und vielleicht kann ich eins mitnehmen, heimlich. Ich glaube, das darf man eigentlich nicht im Flieger, aber... Nicht? Ach komm, ich glaube nicht. Kannst du Geldbeutel transportieren. Ja. Und ja, hier ist noch eine schöne Pflanze. So schön aus. Schaut euch das an. Ich würde am liebsten eine Roomtour machen. Das ist zwar nicht meins, aber egal. Also, oh, welcome to my friend's crib. My crib is your crib. So schön. Dann haben wir Tee. Darf ich die Jacke auch noch zeigen? Du darfst alles. Okay. Fast bin alles ich fast sein. Wieder darüber. Fast wieder über den Mikrofonständer. Und zwar diese Jacke gestolpert. Ich spreche nicht in zusammenhängenden Sätzen, aber ich bin nicht betrunken. Ich schwöre. Aber schaut euch diese Jacke an. Es ist so schön. Die ist wirklich so schön. Ich habe eben gleich ein Bild damit gemacht und an meine gesamte Familie verschickt. So, jetzt tue ich sie wieder einordnen. Ja, jedenfalls, erstmal war ich halt sehr amazed über diese Jacke und dann haben wir gequatscht und den Mikrofonständer aufgebaut und hier ist noch eine wunderschöne Pflanze. Es ist so schön hier und jetzt, oh, sehr vorteilhaftes Licht. Really? Ja. Jetzt, dann haben wir uns über Pickel unterhalten und, ja, und jetzt... Wie soll ich jetzt diesen Übergang noch wingen? Das ist eigentlich unmöglich. Wohin soll denn der Übergang gehen? Weiß ich auch nicht. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass wir jetzt wahrscheinlich mal anfangen mit unserem Projekt, mit unserem Geheim. Und später erzähle ich vielleicht noch was dazu, aber nicht viel wahrscheinlich. Hm. Unser neues Projekt hat nichts mit Pickeln zu tun? Nein, nein. Und nichts mit Bommeljacken leider. Aha. Ja. Und auch nichts mit Blumen. Leider. Ja, stimmt. Und ja, deswegen gehe ich jetzt auch mal hier zurück
an unseren Mikrofonständer. Das sieht so unheimlich professionell aus. Hallo. Wir können uns beide machen, wie wir hier sitzen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, Jack. One, two, three. Jeder, der irgendwie Ahnung hat, denkt sich jetzt wahrscheinlich so. Ja, ja. Wie haben Sie das denn aufgebaut? Wie haben Sie das aufgebaut? Wie soll das was werden? Voll Idiots. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig, weil wir das ja zu zweit benutzen wollen und nicht nur alleine. Ja. Deswegen, ja. Falls Kim das jetzt sieht, lacht sie sich wahrscheinlich kaputt. Kim hat auch ein kleines, also hat auch eine kleine Gastrolle in diesem Vlog. Also jetzt zeitlich gesehen hat man sie davor gesehen, die liebe Kim. Die Isabella und die Kim kennen sich nämlich auch. Und ja, ich habe auch großes Shoutout gemacht für Kim, also dass die Leute sich ihr Snapchat anschauen sollen. Mhm. Und ja, bei Isabella könnt ihr natürlich, also nicht auf Snapchat, aber sonst überall vorbeischauen. Das verlinke ich natürlich auch in der Infobox. Die Kim fand das so lustig, weil sie meinte so, yay, Infobox. Ja. Das stimmt. Ja. Heißt das eigentlich immer noch Infobox? Ja. Woher sind nochmal diese Teetassen? Ja, von Urban Outfitters. Urban Outfitters. Ja, die sind nämlich auch so schön. Die Estée Lalonde hat die auch, glaube ich. Deswegen habe ich sie doch gekauft. Ach so, ja, aber ich wollte die mir eigentlich auch kaufen. Also nicht, weil sie sie hat, sondern ja, weil ich sie schön fand sind, ja. Und bei ihr gesehen habe. Und die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Warte, mein Gesicht ist immer noch scharf jetzt. Echt sehr schön. Die haben so eine witzige Textur, die fühlen sich so rau an. Ja, man weiß nicht so richtig, ob man es gut findet oder nicht. Schlechter. Ja, ein bisschen ist komisch so. Ist es. Vor allem, wenn es sehr heiß ist. Oh, mein Gesicht ist heiß. Okay. Bis später. Hallo und herzlich willkommen bei dein. Wie heißt sie überhaupt? Wo mache ich denn jetzt? Bei. Hallo und herzlich willkommen bei dein. Damn it! Jesus Christ! Gar kein Druck jetzt auch mit der Kamera. Ich versuche dich gar nicht anschneiden. Ich kann auch erstmal einfach woanders hingucken, wenn das leichter ist. Mach einfach. Hallo und herzlich willkommen bei... Und Jasmin Arnsmeier. Habe ich Isabella oder Idabella gesagt? Keine. Wir waren jetzt noch beim Origami in Stuttgart essen. Seit Ewigkeit war ich da nicht mehr, aber es war gut. Und wir wurden gerade quasi rausgekehrt, weil wir ja echt erst super spät, ich glaube um kurz nach 10, nee, doch, doch, angekommen sind. Es war sehr, sehr lecker. Und ja, dann war es das mit dem Vlog für heute und für diese Woche. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche nochmal mit ein paar Stuttgart-Impressionen. Die sieht man dann ja wahrscheinlich auch nochmal, schätze ich. Irgendwie? Ja. Falls ich dich nochmal zum Film bringen kann. Und ja, dann mehr Infos zum neuen Geheimprojekt, dann glaube ich auch nächste Woche. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.